Tuning für die Haltbarkeit. Macht das Sinn oder ist das Unsinn? Das besprechen wir jetzt. Ja, bei uns kam die Frage an, macht das eigentlich Sinn, seinen Motor zu tunen, damit er haltbarer ist? Weil man hört ja in vielen Videos von uns, dass diverse Sachen auch kaputt gehen. Und grundlegend kann man sagen, ja, so gewisse Sachen machen Sinn. Ich würde jetzt einfach mal so anfangen mit verstärkte Zylinderkopfdichtung, verstärkte Kolben, verstärkte Pleuel, verstärkte Ventile. Macht bei einem Serienlader keinen Sinn. Diese Teile sind dafür konzipiert, mehr Druck abzukönnen, mehr Ladedruck, mehr Leistung, mehr Hitze und so weiter und so fort. Ist nicht wirklich sinnvoll, um die Haltbarkeit des Motors zu steigern. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ich persönlich kann es sogar sagen, mir ist mal ein Ventil abgerissen bei einem Serienmotor. Ja, sowas passiert. Aber jetzt per se zu sagen, ich baue jetzt überall verstärkte Teile ein, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Klar kann man es präventiv machen. Ob es Sinn macht, vermutlich eher nicht. Was Sinn macht, sind Faktoren der, ja, grob eigentlich so ein bisschen Hitzeeindämmung, um die Belastung des Motors eigentlich zu senken. Und da sind wir bei so Punkten wie Ölkühler, Ladeluftkühler oder auch Hitzeschutz, um den Motorraum, die Motorraumtemperatur runterzubekommen. Das sind Maßnahmen, die aus dem Tuningbereich kommen, die ich durchaus auch für die Haltbarkeit verwenden kann. Viele kennen das Problem von T6-Bussen, die zu hohe Öltemperaturen haben. Viele, die einen Trailer ziehen, egal in welchem Auto, oder einen Wohnwagen hinter sich herziehen oder was auch immer, haben mit Öltemperaturen zu kämpfen. Auch Leute, die viel in den Bergen unterwegs sind, haben viel mit Öltemperaturen zu kämpfen. Da macht das dann absolut Sinn zu sagen, hey, ich baue einen anderen Ölkühler ein, um das Motoröl zu kühlen. Viele, die gerne auf der Autobahn schnell fahren, haben vielleicht auch das Problem, dass je nach Motorkonzept. Das sind so Sachen, das ist Motorsport, das ist Tuning, aber dennoch sinnvoll für die Haltbarkeit des Motors, weil ich einfach die Betriebstemperaturen in Grenzen halte. Ich kann den Kraftstoff verbessern. Ist auch eine Tuning-Maßnahme, die durchaus auch so ein bisschen der Haltbarkeit des Motors beiträgt. Die Slogans der ganzen Kraftstoffhersteller sind nicht unbedingt ohne mit den Additiven da drin. Das würde ich auch noch als halbwegs Tuning-Maßnahme bezeichnen. Ja, aber alles, was in Richtung Motor geht, kann man nicht wirklich viel machen. Bei unseren Turboladern machen wir das so, es gibt dieses Stage 1 Upgrade, wo wir ein verstärktes Lager einbauen, was verlängerte Trockenlaufeigenschaften gerade so im Start-Stopp-Bereich hat. Das ist eine Maßnahme, die auch durchaus Sinn macht, die wir deswegen ja auch anbieten, weil wir denken, dass es Sinn macht für Serienlader. Abgasgegendruck ist ein großes Thema, das heißt Downpipes zu verwenden, nicht unbedingt nur für die Leistung, sondern auch um den Abgasfluss zu verbessern. Auch das spielt so ein bisschen rein in Temperaturen wegholen vom Motor, Temperaturen senken. Vermeidet in vielen Fällen Schwierigkeiten mit Wastegates, vermeidet auch Schwierigkeiten mit dem Turbolader an sich aufgrund von Abgasstau. Hier an der Stelle müssen wir natürlich wieder ein bisschen darauf achten, dass die Frage Haltbarkeit natürlich ein Straßenfahrzeug betrifft und ein Straßenfahrzeug, ein Tuning im Abgasbereich immer ganz, ganz kritisch ist mit Eintragung etc. Würde ich was in der Haltbarkeit empfehlen, was wirklich Sinn macht, ist es ein Partikelfilter zu entfernen oder einen Katalysator zu entfernen, aber das ist natürlich definitiv nicht für Straßenautos zugelassen. Also im Groben und Ganzen würde ich sagen, Motorenteile tauschen für Haltbarkeit eher nicht. Alles, was Temperaturen senkt, Temperaturen vom Motor wegkriegt und die Betriebstemperaturen einhält, das sind Maßnahmen, die machen definitiv Sinn. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch fürs richtige Tuning entscheidet und mal bei uns durch den Shop schaut, aber ansonsten auch da an der Stelle. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen und bis zum nächsten Video. Ich freue mich für jeden Like und jeden Kommentar.